Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem Video der anderen Art. In den vergangenen Jahren haben mich ja immer wieder Zuschauer gefragt, wie ich meine ARC-Server einstelle. Passenderweise hat Chipotle mich vor ein paar Tagen gebeten, ein Tutorial-Video zur Server-Erstellung zu machen. Ja, deswegen nutze ich jetzt also die Gelegenheit, mit euch meine Erfahrung beim ARC-Server einrichten zu teilen. Ein Versprechen vorweg, wenn ihr dem Video folgt, könnt ihr danach auf jeden Fall meinen aktuellen ARC Genesis 2 Server, worauf ich auch mit anderen drauf livestreame, in wenigen Minuten 1:1 nachbauen. Grundsätzlich wird sich das Video an Anfänger richten, also auch wenn ich euch hier die Erstellung von meinem Genesis 2 Server zeige, sind sämtliche Settings auch relevant für alle anderen ARC Maps. Im letzten Part werde ich euch aber auch noch ein paar Links zu fortgeschrittenerem Stuff in die Hand geben und dann noch ein paar Worte darüber verlieren. Also falls ihr schon gut in der Materie drinne sein solltet oder einfach mein Genesis 2 Server copy-pasten oder ein paar fortgeschrittenere Tipps wollt, könnt ihr auch sehr gerne einfach die Timecodes in der Videobeschreibung nutzen. Damit könnt ihr dann zu dem Part skippen, der für euch relevant ist. Nun aber erstmal zum Einsteiger-Stuff, damit ihr keine Anfängerfehler macht. Für die, die Chipotle noch nicht kennen sollten, es handelt sich dabei um einen Game-Server-Host, wo ihr für alle möglichen Games Server mieten könnt und beispielsweise in eurem Lieblingsspiel mit den Settings eurer Wahl mit euren Freunden in Ruhe zusammenzocken könnt. Ich denke, die meisten Zuschauer wissen das von mir, aber ich arbeite jetzt schon wirklich viele Jahre mit Chipotle zusammen und seit ARC-Fragezeichen laufen sämtliche ARC-Projekte von mir auf Servern von Chipotle. Damit ihr einen Server bei Chipotle einrichten könnt, müsst ihr euch natürlich erstmal dort registrieren und dann einen Server mieten. Klickt dafür einfach links oben auf Server mieten, wählt das Game eurer Wahl aus, dann müsst ihr noch Slotzahl und Mietzeit bestimmen und im Anschluss die Bestellung kostenpflichtig abgeben. Wenn ihr die Mietlaufzeit erst später beginnen wollt, könnt ihr das übrigens auch tun. Da ich euch jetzt hier aber zeigen will, wie ihr meinen Genesis 2 Server 1:1 übernehmen könnt und ich euch erklären will allgemein, wie man Server einrichtet, aktiviere ich den Server sofort. So, wir befinden uns jetzt in dem Fenster im Chipotle Web Interface von unserem Server, wo wir die meiste Zeit erstmal jetzt verbringen werden. Und zwar befinden wir uns in den Basiseinstellungen. Um den Server von vornherein besser identifizieren zu können, benenne ich den Server erstmal in Genesis 2 Tut um. Ansonsten stelle ich erstmal nichts ein, fahre den Server direkt hoch. Und um auf den Server connecten zu können, nehmt ihr einfach die IP hier, kopiert die IP in euren Steam-Favoriten und sobald der Server online ist, sollte er in-game in ARC und unter Favoriten auftauchen. Wir wollen ja 1:1 mein Genesis 2 Livestream Server haben, also fahre ich den Server wieder runter und wir switchen unter Map von Island auf Genesis 2. Dazu noch eine wichtige Sache, welche für das ganze Video gilt bzw. für euch auch immer gelten sollte. Verändert nur Server Settings bzw. Einstellungen, nachdem ihr den Server heruntergefahren habt, um 100% sicher zu gehen, dass die Settings auch wirklich greifen. Also immer wenn ich in dem Video irgendwelche Einstellungen ändere, ist mein Server heruntergefahren. Das gilt jetzt quasi für immer. So, bevor wir jetzt im Detail die Settings bestimmen, geht erstmal auf Layout und wählt bitte die dritte Option da aus. Mit etwas Gewöhnung, also mir geht es zumindest so, kann man da wirklich deutlich besser im Chipotle Web Interface arbeiten, als mit den Standard-Settings. Weil es gibt so viele Einstellungsmöglichkeiten und wenn man da eine Liste hat, die 10 Kilometer lang ist, ist das ein bisschen nervig. Im Chipotle Web Interface sind übrigens sämtliche Settings in Kategorien eingeteilt. Einige sind für uns bei jeder ARC-Server-Erstellung sehr wichtig, andere können wir immer komplett ignorieren. Oder wir müssen nur ein, zwei Sachen anpassen. Aktuell befinden wir uns noch in der Kategorie Basic, wo wir bereits Servername und Map eingestellt haben. Für euch jetzt relevant wäre aus der Kategorie nur noch das Serverpasswort und das Adminpasswort, was beides selbsterklärend ist. Den Rest könnt ihr erstmal ignorieren. Nur noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr euch via Admin-Passwort in-game zum Admin machen wollt, müsst ihr in-game einfach via Tab die Konsole öffnen und Enable Cheats, Leertaste und dann euer Admin-Passwort eingeben. Kommen wir zur nächsten wichtigen Kategorie in den Basiseinstellungen und zwar Gameplay. Dort könnt ihr via Difficulty Offset das Dino-Level bestimmen. Auf meinem Genesis 2 Server haben wir da 5.0 eingestellt, das entspricht dann einem maximalen Dino-Level von 150 und immer wenn ihr den Wert um 1 erhöht, erhöht sich das Max-Level-Dino um 30. Das ist eine Daumenregel. Also wenn ihr dort 2 einstellt, dann ist das Max-Dino-Level 60, wenn ihr dort 10 einstellen solltet, ist das Max-Dino-Level 300. Rechts daneben findet ihr übrigens auch noch die Einstellungsmöglichkeit Override Official Difficulty. Ich würde euch einfach empfehlen, copy-paste da einfach den Wert, den ihr da eben schon benutzt habt, mit rein, so wie die auf Nummer sicher, dass 100% das Cap-Level vom Dino so ist, wie ihr wollt. Eine Spalte weiter unten kommt ihr dann zu einer der wichtigsten Einstellungsmöglichkeiten überhaupt. Hier bestimmt ihr, ob ihr einen PvE oder einen PvP-Server betreiben wollt.
Auch das ist selbsterklärend. Wichtig ist nur, dass wenn ihr euren Server auf PvP belassen solltet, wie es auch jetzt bei meinem Genesis 2 Server der Fall ist, ihr auch drei Zeilen weiter unten Enable PvP Gamma aktiviert, damit ihr das Game nachts via Konsole heller machen könnt. Dann habe ich bei mir noch Show Floating Damage Text aktiv, da ich es gerade bei neuen Expansions bzw. auch neuen Dinos interessant finde, direkt die Damage-Meldung zu sehen. Solltet ihr einen ernsten PvP-Server machen, würde ich die Einstellung aber auf jeden Fall deaktivieren, da man sonst sehr viel leichter gespottet wird. Und das ist ein PvP, wenn man tamed und so, kann das halt oft einfach nerven. Deswegen würde ich es da ausmachen. Okay, machen wir weiter. XP-Settings habe ich ebenfalls auf Vanilla. Wenn ihr wollt, dass eure Charaktere oder Dinos schneller leveln, erhöht einfach den XP-Multi auf 2 oder 3. So, und noch eine Sache, die für Genesis 2 sehr wichtig ist. Erhöht auf jeden Fall den Wert Base Hexagon Reward Multiplier. In unserem Fall habe ich den von 0,1 auf 1,0 erhöht. Ansonsten erhaltet ihr viel zu wenig Hexagon-Punkte als Belohnung für den Shop von Helena. Okay, schauen wir mal kurz auf den Server drauf. Dino-Level ist nun korrekt eingestellt, wir können Gamma aktivieren und wenn wir Damage machen, sehen wir die Meldung davon. Hier noch ein kleiner Tipp, solltet ihr das Dino-Level anpassen, nachdem ihr den Server bereits auf derselben Map einmal online hattet, öffnet als Admin die Konsole und gebt Admin-Sheet Leertaste Destroy Wild Dinos ein. Dann verschwinden nämlich alle Dinos mit dem alten Level und in den nächsten Minuten entstehen neue Dinos mit den korrekten Settings. Okay, so Leute, die nächsten Settings werden dafür sorgen, dass sich der Surfer schon mal halbwegs rund und fertig anfühlen wird. Wir kommen jetzt zur Kategorie World. Als erstes, Clamp Resource Harvest Damage deaktivieren wir. Ansonsten ist es egal, wie viel Damage euer Ankudo macht, also wie hoch ihr den auf Damage geskillt habt, ihr bekommt immer gleich viel Ressourcen raus und das ist halt nicht cool. Ne? Ich finde es motivierender, wenn die Dinos, wenn man Damage skillt, auch mehr Ressourcen bringt, wenn man damit farmen geht. Genauso würde ich euch empfehlen, Use Optimized Harvesting Health auszumachen. Zumindest, wenn ihr wirklich einen kleinen Surfer mit euren Kumpels betreibt, wo irgendwie nur 3-4 Leute drauf spielen, macht das auf jeden Fall aus. Ansonsten bekommt ihr nämlich immer nur etappenweise Ressourcen und teilweise gar nichts mehr raus, was der benerven kann. Also wenn ihr auf einen Pinguin haut, kann es halt dann sein, dass ihr 0 Poli rausbekommt und das ist einfach mega nervig und fühlt sich auch einfach nicht gut an. Aber solltet ihr Performance-Probleme haben, bitte erst das wieder aktivieren, bevor ihr euch irgendwie an Chipotle wendet, weil ansonsten werden die euch sagen, ihr macht das erstmal wieder an, bitte. Machen wir weiter. Harvest haben wir auf 3, Resource Respawn Multiplier haben wir auf 0,5. Ergo, man erhält dreimal mehr Ressourcen beim Abbauen und alle Ressourcen respawnen zweimal schneller als normal. Übrigens, wenn ihr dann im Server-Einstellen noch ein bisschen drin seid und ein bisschen Plan habt, was ist wichtig, was gibt es alles, könnt ihr via Webinterface dann auch einfach die Suche benutzen. Das mache ich halt mittlerweile auch schon sehr, sehr häufig, um die gewünschten Settings einfach schneller zu bestimmen. Okay Leute, jetzt aktivieren wir noch Use Crops Locator, damit ihr eure Leiche besser findet, falls ihr mal rippen solltet. Dann aktiviert ihr Show Map Player Location sowie Allow Third Person Player, damit ihr auch in Third Person spielen könnt und nicht nur in der Ego-Perspektive. Dann noch ein Häkchen bei Allow Unlimited Respecs und schon haben wir die Charakterkategorie ebenfalls durch. Kommen wir nun zu einer der wichtigsten Kategorien, wo viele auch die meisten Fehler machen, weil dort das Imprinten der heranwachsenden Dino-Babys eingestellt wird. Kommen wir erstmal zu den einfachen Sachen. Taming Speed Multi haben wir auf 4 und Passive Tame Intervall haben wir auf 0,5. Also wir tamen viermal schneller als normal und können beim Passive Tame ein Dino doppelt so oft füttern wie eigentlich. Mating Intervall Multiplier haben wir auf 0,5, Egg Hatch Speed auf 4 und Baby Mature Speed auf 5. Wir können nun Dinos also doppelt so oft breeden, die Eier werden viermal schneller fertig als normal und die Dinos werden fünfmal schneller groß. Kommen wir nun zu den Imprint Settings, wo es etwas komplizierter werden kann, beziehungsweise falsche Settings dazu führen, dass man nicht alle Dinos auf 100% Imprint-Bonus bekommt. Wir haben Baby-Cuttle-Intervall-Multiplier von 1,0 auf 0,24 reduziert und Baby-Imprint-Amount-Multiplier von 1 auf 1,25 erhöht. Wie ich eben schon gesagt habe, unsere Dinos werden ja ungefähr 5-mal schneller groß als normal. Mit den Imprint-Settings, die wir hier gewählt haben, müssen wir unsere Dinos in einer 4-mal höheren Frequenz imprinten als normalerweise und jeder Imprint hat 25% mehr Impact. Also am Ende muss man bei den Settings einen heranwachsenden Dino fast genauso oft imprinten wie bei den Official Imprint Settings mit den Official Breeding Settings, nur in einem deutlich kürzeren Zeitraum. Theoretisch könnt ihr es übrigens ja auch so einstellen, dass ihr jedes Baby mit nur ein- oder zweimal imprinten auf 100% bekommt. Und das ist halt das Schöne, vor ein paar Jahren war das noch deutlich komplizierter. Mittlerweile gibt es aber diese neue Einstellung Baby Imprint Amount Multiplier. Das bestimmt einfach nur, wie hoch der Impact ist, wenn ihr imprintet und den einfach ordentlich hochballern. Dann könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen. Wichtig ist nur,
dass ihr auch darauf achtet, wenn ihr die Frequenz von dem Imprinten einstellt, dass ihr die nicht so stark reduziert, dass ihr plötzlich einen T-Rex dann zwar nur noch einmal imprinten müsst, aber einen Dodo, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel Dodo, ne, also einen kleinen Dino, überhaupt nicht mehr imprinten könnt. Und das ist halt dann der Punkt, wo es schlecht eingestellt ist. Wenn ihr überprüfen wollt, dass ihr wirklich alle Dinos, die es im Spiel gibt, mindestens einmal imprinten könnt, haue ich euch dafür mal einen Link in die Videobeschreibung. Dort kommt ihr zu so einer Calculator-Tabelle. Dort könnt ihr nämlich dann die eben genannten Werte nach Belieben ändern und schauen, welche Dinos dann wie oft imprintet werden können. Und so könnt ihr quasi sehr schnell und vorab abchecken, welcher Wert euch am besten gefällt. Ne? Also Cuttle Count übrigens heißt dann in dieser Tabelle, wenn das 0,8 ist, dass ihr den Dino gar nicht imprinten könnt, ihr müsst immer mindestens eine ganze Zahl am Start haben. Cuttle Count 1,5 entspricht einmal imprinten, Cuttle Count 3,9 entspricht dreimal imprinten und so weiter. Vielleicht kannte das ja der ein oder andere noch nicht und hilft ihm dann weiter. Kann auf jeden Fall einiges an Zeit sparen, wenn es darum geht, da gute Settings zu finden. Dann noch eine wichtige Einstellung, solange ihr keine Performance-Probleme auf dem Server habt, stellt auf jeden Fall Dino Count von 0,8 auf 1,0. Wie alle anderen Settings, die ich hier nenne, haben wir das bei uns im Genesis 2 Server auch so. Ansonsten kann es nämlich sein, zum Beispiel auf Island, dass keine Gigas oder keine Quetzel spawnen. So, alles klar, Leute. Das war's jetzt erstmal mit den Basiseinstellungen, damit sind wir jetzt schon durch. Schon mal so vorab, Leute. Solltet ihr irgendwie Probleme haben mit eurem Surfer, ne? Performance ist kacke. Oder der Surfer fährt nicht mehr hoch. Und ihr habt sonst irgendwie ein Problem, was mit dem Surfer zusammenhängt, dann könnt ihr einfach, wenn ihr eingeloggt seid bei G-Portal, dann links unten zum G-Portal Support navigieren und dort deren Wissensdatenbank durchforsten oder einfach ein Ticket direkt erstellen. Und dann sollte euch bei Problemen zeitnah geholfen werden. Okay, Leute, wir sind nun fast fertig mit unserem Surfer. Es fehlen aber noch zwei elementare Dinge. Auf jeden Fall können wir uns jetzt schon mal von den Basiseinstellungen, also von diesem Tab im G-Portal Web Interface, erstmal verabschieden. Wir wollen jetzt erstmal die Stats von unserem Avatar bzw. von unseren Dinos anpassen. Beziehungsweise, wie stark sich diese Werte erhöhen, wenn wir die skillen. Dafür gehen wir jetzt auf Engine-Einstellungen und stellen unter Player Stats Multiplier den Wert 1 bei Weight auf 2. So haben wir das auch bei Genesis 2. So erhaltet ihr nämlich 20 Punkte Weight für euren Spieler anstatt nur 10 Punkte, wenn wir auf Weight skillen. Den Rest habe ich so gelassen. Dann geht ihr ein ganzes Stück weiter runter zu Dino Tamed Stats Multiplier. Bitte nicht mit Dino Wild Stats Multiplier verwechseln. Und dort erhöhen wir den Wert Weight von 1,0 auf 3,0. Damit auch der Dino Weight Wert dreimal mehr skaliert oder dreimal stärker skaliert, wenn wir bei Dinos auf Weight skillen. Natürlich könnt ihr auch hier just for fun die Skalierung von HP, Damage, Movement Speed, von Spielern und Dinos nach Belieben anpassen. Aber passt echt auf, Leute, dass ihr euch den Spielspaß nicht kaputt macht, weil ihr es euch einfach zu einfach macht. Kommen wir zu dem zweiten Part, der noch elementar ist, und das sind die Mods. Dafür einfach links, wo auch die Basiseinstellungen sind und das Fenster Engine-Einstellungen etc. einfach auf Mods klicken und über dieses Fenster könnt ihr einfach die Mods raussuchen und installieren. Auf unserem Genesis 2 Server habe ich die Structures Plus Mod drauf, sowie ein verbessertes Fernglas und eine Stacked Mod. Solltet ihr exakt die gleichen Mods aufspielen, braucht ihr auf jeden Fall noch die HG Element Fix Mod, da ihr in Genesis 2 ansonsten gewisse Tiere wie Delfine nicht mit Element füttern könnt, um sie zu tamen. Um die Mods zu installieren, einfach im Suchfeld den Namen von der Mod eingeben, dann installieren und noch aktivieren und dann könnt ihr noch die Reihenfolge bestimmen, das ist auch sehr, sehr wichtig, in welcher die Mods geladen werden. Beispielsweise, die HG Element Fix Mod muss unbedingt über der HG Stacking Mod stehen, damit sie davor geladen wird und auch funktioniert. Also achtet drauf, dass ihr die gleiche Reihenfolge einhaltet, wie es auch bei mir der Fall ist, insofern ihr exakt die gleichen Mods benutzt. Ne? Falls ihr noch andere Mods drauf haben wollt, beziehungsweise schauen wollt, was es noch so gibt, geht einfach auf Steam, unter Arc, auf Workshop und durchforstet das Angebot. Da gibt es wirklich viele coole Sachen, aber es gibt auch sehr, sehr, sehr viel Schund. Also passt doch ein bisschen auf, was ihr euch auf die Surfer draufballert. Guckt am besten nach den Bewertungen, was die Leute drunter geschrieben haben und ob die Mod auch noch aktuell ist. Teilweise gibt es auch Mods, die haben super Bewertungen, sind aber irgendwie schon 2-3 Jahre alt und sind einfach durch und durch fehlerhaft und buggy und sowas wollt ihr da nicht auf eurem Surfer haben. Ne? Aber ihr könnt ja rumprobieren, wie ihr Lust habt. Das ist euch überlassen. Und auch hier dann, wenn ihr was gefunden habt, also eine Mod, die ihr cool findet und ausprobieren wollt, einfach den Modnamen hier copy-pasten und dann vorgehen, wie ich es kurz davor eben erklärt habe mit den Mods von meinem Genesis 2 Surfer. Jo, das wären die wichtigsten Einstellungen. Gut möglich, dass ich kleine, unwichtigere Details vergessen habe. Mir war es aber erstmal vor allem wichtig, euch wirklich die relevanten Settings zu nennen, die auch Genesis 2 unabhängig bei wirklich jedem Surfer eine verdammt wichtige Rolle spielen, wenn man da so einen Surfer einrichtet. Wenn ihr jetzt eine 1:1 Kopie von meinem Surfer ohne Abstriche haben wollt, ist das aber überhaupt kein Problem, Leute. Ich habe das ja auch am Anfang versprochen. Und dann wäre es ja dumm, wenn ich jetzt ein paar kleine Details vergessen habe. Deswegen, in der Videobeschreibung habe ich euch die komplette GameView
Nutzer Settings INI sowie die Game INI zum Download zur Verfügung gestellt. Über diese zwei Dateien könnt ihr in kürzester Zeit, also wirklich in wenigen Minuten, wenn ihr wisst, was ihr macht, meinen Server copy-pasten und habt exakt die gleichen Einstellungen. Ladet euch dafür einfach die zwei Dateien runter, geht bei GPortal auf Konfigurationsdateien, wählt Game INI aus, öffnet die heruntergeladene Game INI Datei von mir, kopiert alles und fügt es in das Webinterface ein, dann speichern. Im Anschluss machen wir genau das gleiche mit der Game User Settings INI, also Game User Settings INI auswählen und dort alles von meiner Game User Settings INI reinkopieren und wieder speichern. Servername und Passwort müsst ihr natürlich dann noch selber einstellen, ansonsten solltet ihr aber nun 1:1 mit den Settings von mir zocken können. Übrigens, wenn euch die Settings fetzen, könnt ihr diese auch wirklich für alle anderen ARC-Maps nutzen. Also das ist auch auf Island, Extinction, könnt ihr das auch einfach copy-pasten, ihr passt noch die Map an, dann hat sich die Sache. So Leute, das war jetzt erstmal wirklich der Einsteiger-Part, beziehungsweise noch der Part, wie man meinen Server ziemlich easy kopieren kann. Jetzt noch ein paar wirklich fortgeschrittene Tipps, was ich über die letzten Jahre noch so aufsammeln konnte, was 100% nicht jeder weiß, auch Leute, die schon ein, zwei ARC-Server gemacht haben und auf jeden Fall dem einen oder anderen weiterhelfen könnte, einen cooleren Server zu erstellen. Punkt Nummer 1, ich werde auch sehr oft gefragt, wie ich zum Beispiel bei Revival die Beacon-Boot-Tabelle angepasst habe. Das ist schon ein sehr spezielles Ding, aber wenn ihr irgendwie Interesse habt von den Dinos oder von den Alpha-Dinos oder von den Beacons, die Loot-Tabelle zu überarbeiten, dann könnt ihr das theoretisch manuell über die Game INI machen. Ist halt nur eine Schweinearbeit und derbe zeitaufwendig. Ich habe dafür nämlich immer ein Tool benutzt, was ich euch an dieser Stelle einfach sehr gerne empfehlen würde. Darüber könnt ihr die Loot-Tabelle sämtlicher Beacons, Loot-Crates und Dinos sehr schnell anpassen. Das Tool und seine Funktionsweise jetzt im Detail zu erklären, würde den Rahmen sprengen und wäre dann nochmal ein Video für sich. Mir war es aber erstmal wichtig, darauf zu verweisen und jeder fortgeschrittene User sollte nach etwas Eingewöhnungszeit alleine damit zurechtkommen, auf jeden Fall. Und wenn ihr noch etwas tiefer in der Materie drin seid, würde ich euch übrigens auch empfehlen, mal einen Blick auf ARC-Server für API zu werfen. Beziehungsweise heruntergebrochen, schaut nicht nur auf ARC-Mods, schaut auch mal, was es alles so an Plugins gibt. Es gibt nämlich Plugins, die sind super nice, machen den Server viel, viel geiler. Die meisten davon sind kostenlos, manche kosten auch eine Lizenzgebühr. Aber auf jeden Fall mit Plugins sind Funktionen und Einstellungssachen und Features für euren Server möglich, die niemals mit einer Mod drin sind. Ne? So, deswegen auch der Link zu ARC-Server-API.com in der Videobeschreibung. Dort gibt es wirklich sehr viele nützliche Plugins für ARC. Das geht von besserer Offline-Rate-Protection bis hin zu Chat-Spam-Protection, bis hin zu Global-Chat über einen kompletten Server-Cluster, das heißt, ihr seid auf Island, einer schreibt auf Extinction und ihr könnt das lesen, obwohl ihr auf Island seid, bis hin zu Punkte für PvP-Kills, wofür man theoretisch dann auch einen Item-Shop mit dem Plugin einrichten kann und so weiter und so weiter und so weiter. Und das Beste ist, seit einigen Monaten kann man auch ohne den GPortal-Support selbstständig diese Plugins auf seinen Server installieren und deswegen hier noch kurz an einem einfachen Beispiel erklärt, wie das geht. Zum Beispiel gibt es auf ARC-Server-API.com das Plugin Better Spawn Distribution. Dieses Plugin sorgt dafür, dass die Dino-Level-Verteilung auf den offiziellen Maps wie Island und Aberration ähnlich ist wie auf der Zender-Map. Die meisten von euch werden das kennen, man spielt auf Island und man findet zu 95% nur Low-Level-Dinos. Dieses Plugin sorgt dann dafür, dass die Dino-Level-Verteilung nach oben angepasst wird und dass es dann eher wie auf einer Zender-Map ist, wo man auch öfters mal Cap-Level findet oder zumindest Nearly-Max-Level. Um überhaupt Plugins auf euren GPortal-Server nutzen zu können, müsst ihr zunächst auf euren Server im GPortal-Web-Interface unter Mods die ARC-API-Server-Mod aktivieren und installieren. Das ist quasi das Fundament, damit Plugins auf euren Server überhaupt laufen können. Im Anschluss ladet ihr euch das Plugin eurer Wahl von ARC-Server-API.com aus dem dazugehörigen Thread herunter. In unserem Beispiel ist das wie gesagt das Plugin Better Spawn Distribution. Im Anschluss braucht ihr noch eine Software, womit ihr direkt auf euren GPortal-Server zugreifen könnt und direkt Dateien auf euren Server aufspielen bzw. löschen könnt. Ich persönlich nutze dafür immer FileZilla, da gibt es auf jeden Fall noch andere Programme, die vielleicht sogar besser sind. Ich haue jetzt einfach trotzdem, weil ich das halt selber nutze, den Link zu FileZilla noch in die Videobeschreibung mit rein, falls ihr das auch einfach benutzen wollt und werde jetzt auch anhand dessen das kurz zeigen, wie das im FileZilla aussehen muss. Ne? So, wir haben jetzt also FileZilla offen und ihr müsst euch jetzt mit FileZilla direkt mit eurem GPortal-Server verbinden. Dafür braucht ihr Hostname, Port, Benutzername und das Passwort. Diese ganzen Informationen findet ihr übrigens im GPortal-Web-Interface unter Status. Gebt die Daten einfach dann bei FileZilla ein bzw. copy-pastet die einfach rein und verbindet euch mit dem Server. Im Anschluss navigiert ihr euch auf Shooter Game, Binaries, Win64, ARC-API-Plugins. Kleiner Hinweis, solltet ihr dort keinen Plugins-Ordner auffinden, dann müsst ihr euren Server auf jeden Fall nochmal hoch und runter fahren, nachdem ihr die ARC-API-Mod auf eurem Server installiert habt. In diesem Plugin-Ordner entpackt ihr nun den Ordner aus der Plugin-ZIP-Datei von ARC-API und fertig.
Da wir in unserem Beispiel die Dino-Level-Verteilung verändert haben, ist es übrigens noch sinnvoll, natürlich in-game als Admin nochmal Destroy Wild Dinos in die Konsole reinzuballern, aber da seid ihr jetzt wahrscheinlich eh schon von alleine drauf gekommen. Noch eine letzte Sache, Leute. Mit FileZilla könnt ihr auch wunderbar Backups von eurem Server machen. Also ich nutze es auch gerne mal dafür. Klar geht es auch über das Gportal Web Interface oder Backup. Da könnt ihr auch einfach mit ein, zwei Klicks ein Backup erstellen. Aber das komplette Safe Game auf seinem Rechner zu haben, schadet nicht, falls auf technischer Seite mal irgendwie alles schief laufen sollte. So, ne? Von daher noch der Tipp. Geht einfach mit FileZilla auf Shooter Game, Saved und ladet euch den Saved Arcs Ordner herunter. Noch eine kleine Sache. Wenn ihr euch jetzt oder vielleicht in nächster Zukunft dazu entscheiden solltet, einen Server bei Gportal zu mieten, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das über meinen Rev-Link in der Videobeschreibung machen könntet. Link dazu ganz oben in der Videobeschreibung. Wenn ihr darüber einen Server bestellen solltet, erhaltet ihr 5% Rabatt und ich erhalte einen kleinen Anteil von der Bestellung. Also ihr supportet mich quasi auch damit. Alles klar, Leute. Ich hoffe echt, dass für jeden irgendwas dabei war. Es ist natürlich heruntergebrochen, jetzt einfach ein Tutorial-Video gewesen. Falls ihr noch irgendwie Fragen haben solltet oder so, ballert die einfach in die Kommentare. Ich versuche euch da auf jeden Fall noch weiterzuhelfen. Ich denke, dass Gportal hier auch mal in die Kommentare gucken wird. Vielleicht hauen die auch noch ein paar Antworten raus. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Gportal Surfer einrichten und dann beim darauf zocken. Tschüssi, euer Beam.